Leute, wir stehen hier im Nichts, fast im Nichts. Hier ist ein Güterverkehrszentrum und sonst nichts. Hier ist ein Bahnanschluss, hier wachsen Unkraut dazwischen. Die Schienen sind verrostet. Aber Leute, bald geht's los. Ihr wisst ja, wo wir sind, in Grünheide. Und mehr nach dem Intro. Was machen zwei Tesla-Fahrer in Grünheide? Völlig klar, ihr wisst es alle. Tesla wird hier eine Gigafactory bauen, die Nummer 4 auf der Welt. Dicht bei Berlin, bei einem Güterverkehrszentrum, großes Gelände, super Anschluss. Und wir sind heute hier, um uns das mal anzuschauen, um ein bisschen Gefühl zu bekommen und vielleicht den Boden schon ein bisschen vorzuweihen. Christian steht neben mir. Ich bin Hans, auch von der Interessengemeinschaft Elektromobilität, und wer den Kanal abonniert hat, der kennt uns beide schon. Wir sind heute hier rausgefahren und wollen uns mal Fragen stellen über Tesla, über die Gigafactory, wie sich Elektroautofahrer fühlen und wie sich Tesla-Fahrer dabei fühlen. Christian, wie fühlt sich ein Tesla-Fahrer bei der Nachricht, wenn er hört, dass eine Gigafactory bei Berlin gebaut wird? Also ich finde das eine großartige Nachricht. Das hat mir richtig Schub gegeben und ich fahre jetzt seit einem Jahr Tesla. Unser Tesla hat jetzt gerade seinen ersten Geburtstag verbracht und mit einem Kilometerstand von 47.000 Kilometern. Also wir haben in den vergangenen Jahren, wir waren auch vorher schon elektrisch gefahren, schon gemerkt, es funktioniert und es macht einfach Spaß. Ich meine, Hans, du bist ja schon ein bisschen länger dabei, hast länger Erfahrung gesammelt. Was meinst du? Also ich muss sagen, Tesla ist schon eine Marke, von der wir immer schwärmen. Wir haben ja beide auch Tesla-Fahrzeuge gekauft. Darf man ja auch, finde ich. Und darf man auch dazu stehen. Jetzt kommen die hierher nach Berlin mit einer Gigafactory. Das ist nicht eine Manufaktur, das ist nicht ein Service-Center. Hier wird in Dutzenden Hektar großes Gebäude errichtet, größer als das, was hier alles steht. Und wird Fahrzeuge produzieren, Elektrofahrzeuge produzieren. Model 3, Model Y, das werden wir alles sehen. Und die Dinger werden hier raus und reinfahren. Also Berlin und die Umgebung von Berlin auf dem Berliner Ring wird ein Zentrum der Elektromobilität, eines der großen Zentren auf dieser Welt. Das ist das, und da kriege ich Gänsehaut bei. Ja, vielleicht kommen wir dann auch endlich mal dazu, ohne eine weite Reise mal einfach so eine Fertigungsstraße uns angucken zu können und zu sehen, wie werden denn Elektroautos und Batteriespeicher zusammengebaut. Das wäre ja auch sicher interessant für alle Leute, die sich mit Elektromobilität beschäftigen. Ja, wir werden wahrscheinlich ständig Ausflüge hierher machen, weil Tesla hat ja bei der Gigafactory 1 so ähnlich wie den Todesstern gebaut. Der ist noch nicht fertig, fliegt schon, ist schon funktionsfähig. Und so stellen wir uns die Gigafactory auch vor. Vorne wird angefangen zu bauen, dann kommt der Innenausstatter, wird angefangen zu produzieren und hinten stehen noch die Stahlgerippe für das Gerüst. Also in einem Tempo. Kannst du dir vorstellen, 2021, wir haben jetzt Ende 2019, dass hier Fahrzeuge produziert werden? Also schwer vorstellbar ist das. Ich habe gestern im Inforadio den brandenburgischen Wirtschaftsminister gehört im Interview, der auch gesagt hat, Tesla hätte da ganz großen Wert drauf gelegt, dass hier auf der Zeitschiene wirklich Dampf gemacht wird und dass man gesagt hat, wir können im Grunde nicht länger brauchen für die Errichtung der Fabrik, als das in Shanghai der Fall ist. Und das ist natürlich mit Baugenehmigungsverfahren und so schon sportlich. Genau, wir kennen uns beide da ein bisschen aus, was das bedeutet, mit Verwaltung, mit Juristerei in Deutschland zu tun zu haben. Also eine sportliche Ansage auf jeden Fall von Seiten Tesla, durchaus vorstellbar. Aber wir sind hier in Brandenburg und wir haben hier wenige Dutzend Kilometer entfernt eine große Baustelle, einen Flugplatz, der nicht fertig werden wird, BER. Und wenn wir den Maßstab anlegen, der dort gilt, dann wird hier auf ewig nur ein Grundgerüst stehen. Also es muss tatsächlich hier richtig Gas gegeben werden. Und wir wünschen natürlich da Tesla ein gutes Händchen, gute Connections und dass die Beteiligten vor allen Dingen das Potenzial erkennen, was sich aus so einem wirtschaftlichen Gebilde, was sich hier ansiedelt, auch für Vorteile bilden können.
Wie stellst du dir das vor, Christian? Jetzt haben wir hier ja in der Umgebung keine großen Städte. Nehmen wir mal Berlin, ist ein Stückchen weit weg. Aber wir haben ja hier kleine Orte. Leute wollen hier wohnen, hier wird Verkehr sein. Haben wir eine Vorstellung davon, was das bedeutet? Also ich denke, dass das sehr gut angeboten ist hier, wenn man jetzt sich mal auf der Karte im Internet, auf der Karten-App anguckt, ist hier die Schienen entlang in wenigen Bahnminuten entfernt der Bahnhof Erkner. Es ist unmittelbar entfernt der Bahnhof Fangschleuse. Da ist sicherlich damit zu rechnen, dass hier ein Shuttle-Service ins Werk dann angeboten wird. Vielleicht wird auch eine kleine Magnetschwebebrücke angebaut, dass man einfach die Leute abholt beim Werk, die Mitarbeiter, und dann hier zum Werk bringt. Oder man baut auch den einen oder anderen Parkplatz mit der einen oder anderen Ladesäule vielleicht. Ja, träumen darf man ja. Also Ladesäulen sicherlich, aber Magnetschwebebahnen, okay. Also werden wir sehen. Aber natürlich, wir wissen ja, dass Elon Musk ja noch andere Projekte hat, die sich miteinander verbinden. Da ist die Zukunft sicher offen. Uns interessiert natürlich vor allem denn die Auswirkungen hier, wie sich die jetzt hier Berliner und Deutsche und Brandenburger Autofahrer positionieren werden, wenn sie merken, dass ein Fahrzeug in Deutschland produziert wird. Immerhin war ja ein Vorwurf, wenn man ein amerikanisches Auto kauft, dass die Kaufkraft dann doch mehr oder weniger verschwindet. Die Mehrwertsteuer bleibt schon noch in Deutschland, Einfuhrumsatzsteuer. Aber der größte Teil der Wertschöpfung und auch der Intelligenz wandert ab. Das ist jetzt anders. Hier sollen ja die Zahlen schwanken ein bisschen zwischen 7.000 und 10.000 Arbeitsplätzen errichtet werden und nochmal bis zu 3.000 in einem Design Center in Berlin. Und die Wirtschaftssenatoren, Verkehrssenatoren, also alle, die in Berlin ein bisschen was auf sich halten, haben schon offene Arme angedeutet, willkommen, das ist genau der richtige Ort der Kreativität. Also das würde mich wirklich interessieren, wie sich hier künftig die Autokäufer, die privaten, die gewerblichen Autokäufer darauf einstellen, wenn hier vor Ort die Fahrzeuge vom Band rollen und nicht übersehen. Ja, jetzt mal noch eine Frage. Wir haben ja in Brandenburg, so hier auf der Grenze ungefähr, wo wir uns befinden, zwischen Nord und Süd, die Grenze zwischen Windkraft, reichem Brandenburg im Norden, und braunkohlelastigem Brandenburg, Südbrandenburg, die Lausitzregion. So hier auf der Grenzlinie könnte man sagen, man kann noch beides, irgendwo ist beides gleich weit entfernt. Ich habe gehört, dass einer der Gründe für Tesla Motors gewesen ist, dass eben hier mit regenerativen Energien die Produktion stattfinden kann. Was wir natürlich toll finden. Hast du da auch Informationen in dem Bereich, irgendwas gelesen? Das ist auch die Information, die ich habe. Ich gehe davon aus, dass auch Tesla selber dann hier auf den Dächern der Fabrik mit Sonne dann Energie produzieren wird für die Produktion. Dass die sich also auch zum Teil jedenfalls dann autark versorgen hier. Grandiose Sache. Also ich glaube, dass die Ausstrahlung, wir haben es ja schon mal angesprochen, die Vermutung, wie sich Käufer verhalten, aber die Ausstrahlung insgesamt natürlich sehr, sehr stark sein wird. Hier werden ja möglicherweise dann auch mit Tesla-Trucks hier Fahrzeugbewegungen stattfinden, Materialtransporte stattfinden. Ihr schreibt uns bitte eure Fragen und eure Kommentare unten in die Liste. Wir werden sie dann so gut wir können beantworten. Wir werden noch ein bisschen was verlinken, den Ort, wo wir sind, und vielleicht ein paar Informationen aus der Presse. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch auf weitere Abonnenten. Wenn ihr jetzt zufällig drauf gestoßen seid, dann macht das zur regelmäßigen Lektüre für euch. Klickt auf Abonnieren, macht das Glöckchensymbol, werdet ihr was erfahren. Solche Dinge, die gehen hier alle sehr, sehr schnell. Und wenn ihr das in 3 Tagen seht, dann habt ihr das vielfach schon gehört. Aber heute hier wart ihr mit uns vor Ort. Hier hätten wir noch ein Baustellenschild mitbringen sollen, aber wir wollten da nicht übertreiben. Ja, wir verabschieden uns dann mit diesem Video. Und am Sonntag sind wir wieder live. Sonntag sind wir wieder live. Verpasst nicht einzuschalten. Sonntag 19 Uhr auf diesem Kanal.